frei, heute ist wieder Freitag. Ja, so als allererstes, ja, also ich sehe ein bisschen fertig aus, weil ich halt gerade, wir hatten gerade Austauschschüler hier und die sind gerade gefahren und ja, der Abschied war ein bisschen scheiße und so. Und ja, deswegen sehe ich halt jetzt auch ein bisschen fertig aus. Ja, das Thema der Woche ist Biomänner und Umgang mit Biomännern und ich muss sagen, bei mir in der Gegend ist es eigentlich, ja, mit den Männern, mit, also Männern, Jungen, mit denen ich sowas zu tun habe, die meisten kommen damit eigentlich ganz okay, also ganz gut klar und ja, und andere halt wieder nicht und bei mir in der Klasse, ja, meine Klasse ist eigentlich total scheiße, aber die meisten Jungs aus meiner Klasse haben damit auch irgendwie voll die Probleme und kommen deswegen damit auch nicht voll klar. Und deswegen habe ich auch mehr Freundinnen als Freunde. Ja. Ja. Auch so habe ich halt jetzt mehr was mit Mädchen zu tun als mit Jungen, weil, wie gesagt, ich komme halt im Moment besser mit Mädchen klar. Und ich habe natürlich auch Freunde. Mit denen komme ich auch ganz gut zurecht. Und ja, ist halt so. Kann man nichts dran ändern, würde ich sagen. Aber ich finde es auch eigentlich ganz gut so, wie es ist. Und ja. Also, ja, ich muss sagen, mit den Jungs, mit denen ich irgendwie jetzt so Umgang habe, die kommen, also mit denen ich auch wirklich was mache und so, kommen dann eigentlich ganz gut klar. Klar gibt es Ausnahmen, die da überhaupt nicht mit klarkommen. Und ja. Aber mit denen mache ich dann auch nicht viel und ja. So wie der Typ letzte Woche, mit dem habe ich mich jetzt auch wieder vertragen. Und ja, wenn ich jetzt mal irgendwas sage, bekomme ich halt auf Fresse, aber ist egal. Soll er mal kommen. Ich habe keine Angst vor ihm. Okay, habe ich doch, aber ja, egal. Ja. Sorry, dass mir irgendwie heute nicht so viel zu dem Thema einfällt, aber ist halt gerade irgendwie ein bisschen doof. So, dass die jetzt gerade gefahren sind und so. Ja, sorry. Ich weiß nicht, was nächste Woche für ein Thema ist. Ich hoffe, ich kann euch da dann besser helfen und ja, wünsche euch noch einen schönen Freitag. Tschö.